Mein Name ist Barbara Scheidhauer und ich bin Beraterin für Lohn- und Einkommensteuerrecht bei der Arbeitskammer des Saarlandes. Der Kinderbonus ist Teil des Corona-Konjunkturpaketes, welches die Bundesregierung beschlossen hat. Der Kinderbonus ist als Unterstützung für Familien gedacht, um sie während der Corona-Krise zu entlasten. Er beträgt einmalig 300 Euro für jedes kindergeldberechtigte Kind und erfreulicherweise wird er nicht auf Sozialleistungen angerechnet. Den Kinderbonus erhalten alle Eltern für ihre Kinder, für die sie im Jahr 2020 Anspruch auf Kindergeld haben. Das heißt auch für Kinder, die jetzt im Laufe des Jahres erst geboren werden oder aber auch für Kinder, für die zu Anfang des Jahres ein Kindergeldanspruch bestanden hat, der mittlerweile erloschen ist oder der in den Folgemonaten noch erlischt. Der Kinderbonus muss nicht beantragt werden. Er wird automatisch von den zuständigen Familienkassen mit dem Kindergeld zusammen in zwei Raten ausgezahlt. Die erste Auszahlung erfolgt im September in Höhe von 200 Euro und dann im Oktober noch einmal mit 100 Euro. Der Kinderbonus ist steuerfrei, ebenso wie das Kindergeld. Er ist aber Teil des steuerlichen Familienleistungsausgleichs. Das heißt, er wird bei der Einkommensteuerveranlagung in die sogenannte Günstigerprüfung zwischen Kindergeld und steuerlichen Kinderfreibetrag einbezogen. Das bedeutet, nicht alle profitieren gleichermaßen von dem Kinderbonus. Freuen können sich Familien, Eltern mit geringerem Einkommen. Die profitieren in voller Höhe und zwar bis zu einem Jahreseinkommen bei Alleinstehenden von 33.900 Euro und bei Verheirateten von 67.800 Euro. Liegt das Einkommen über 42.950 bei Alleinstehenden und 85.900 bei Verheirateten, dann wird der Kinderbonus komplett bei der Einkommensteuer angerechnet. Liegt das Einkommen zwischen den beiden genannten Grenzen, dann wird eine anteilige Verrechnung erfolgen.